Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, stehen wir kurz vor dem Endboss, Elecman, und wir werden jetzt zu ihm marschieren. Und zwar direkt wechseln. Ich habe keine Ahnung, ob... Oh, das ist sehr effektiv gegen ihn. Schaut euch mal an, wie viel ich dem abziehe. Das war's schon. Wow. Wow. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ja, holy shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war's. Elecman ist down. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. 3 Treffer. Mit der Schere. Wow. Das war geil. Und jetzt haben wir die Elektrizität. Und nachdem wir jetzt die Elecman-Stage geschafft haben, jetzt kann man eben spekulieren. Was wäre wohl am effektivsten von der Elektrizität her? Ich gehe davon aus, dass wir irgendwas mit Elektrizität jetzt werfen können. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist da besonders effektiv? Da habe ich ja jetzt mal ernsthaft nicht wirklich eine Ahnung. Was kann gegen die Elektrizität irgendwie besonders anfällig sein? Also ich bin immer noch der Meinung, ich kann Feuer mit Eis kombinieren. Und Bomben, keine Ahnung. Ich probiere mal den Gutsman. Das ist das Einzige, irgendwie, was mir jetzt logisch erscheinen würde. Keine Ahnung, machen wir einfach mal. Mal sehen, wie wir Gutsman besiegen können. Was überhaupt der Typ ist. Okay, ich glaube, ich kann die... Doch, ich kann die schon töten. Nur wenn du aber rausguckst. Ups. Haha, doof, ne, wenn man wieder erscheint. Scheiße. Dann machen wir es eben so. Na also, ups. Yay. Checker. So, was passiert jetzt hier? Okay. Eine Art Fahrbahn. Na, kommst du mal wieder? Oh mein Gott, da muss man doch jetzt nicht ernsthaft... Ups. Da muss man auch noch drüber springen, weil das da hier irgendwie kaputt geht. Oh shit. Okay. Ich sehe schon. Das läuft hier ein bisschen anders ab. Hehehe. Machen wir doch gleich mal hier ein Safe. Okay. Ach scheiße, ich war gerade total verwirrt. Wie ich auf dieses untere Teil da komme. Hey, da komme ich nicht hin. Ups. Okay, mal ganz ruhig jetzt. Ich muss da bestimmt nochmal... muss ich bestimmt nochmal hin und her fahren. Boah, das war fies. Das ging jetzt so schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Arg! Moment mal. Na, ah, komm schon, das schaffe ich. Nee, das schaffe ich nicht. Das geht nicht, okay. Doch, nein, verdammt. Komm schon! Nein! Okay, jetzt habe ich es realisiert, das geht wirklich nicht. Jetzt geht's aber. Nein, verdammt. Okay, Safe State. Wow, Concentration. Yes, Baby, geschafft. Oh Gott, nicht die Typen. Ja, komm mal her. Was kannst du eigentlich? Depp. Ja, ich besieg dich auch nochmal. So, Energy. Gut. Ups, was bist denn du? Boah, du brauchst ganz schön lange, bis ich dich so besiege. Da werde ich doch glaub mal Load machen und schauen, ob ich ihn vielleicht mit der neuen Elektrowaffe besiegen kann.
Ich treffe ihn schon mal gar nicht. Okay, die ist überhaupt nicht effektiv. Die trifft ihn nicht mal. Gut zu wissen. Probieren wir es mit dem Cutman. Auch die Cutman-Attacke interessiert ihn nicht. Also müssen wir so bleiben, wie wir sind. Und schauen, dass wir ihn irgendwie ganz schnell besiegen. Ja, komm. Okay. Wir stellen uns einfach ganz nah an ihn ran, dann trifft er uns vielleicht einmal. Okay, jetzt hat er mich ein bisschen arg aufgetroffen. Egal, ich save trotzdem mal an dieser Stelle. Nee, einmal trifft er mich immer, da habe ich noch nicht so den Dreh raus. Na, du kannst mal geschmeidig sterben gehen, du auch. Haha, welchen Weg nehmen wir jetzt? Safen und den mittleren Weg nehmen. Oh, das Energieteil hätte ich allerdings schon gerne gehabt, zugegeben. Das heißt, wir werden... Ach, das ist toll. So eine Safe-Funktion ist echt was Schönes. Wenn wir das so machen, dann so und dann so. Auf dieses Mega Man-Leben kann ich natürlich verzichten, weil das brauchen wir nicht, wenn wir mit Safe State spielen. Und... Ach, jetzt wieder so ein Typ. Ach, scheiße, ich dachte, der springt jetzt hier auch hoch. Aber macht er wohl nur hier? Nein, tut er auch hier nicht. Ich weiß nicht, von was das abhängt, wie der springt. Ich glaube, nach jedem dritten Mal. Ja, okay. Oh, und wir sind schon fast am Ende der Stage. Das ist schön. Hier haben wir keine Fläche zum Ausweichen. Jetzt will ich mal was probieren. Ja, das interessiert ihn leider auch nicht. Och, geil, da müssen wir einfach nur drüber springen. Okay. Ja, jetzt hat's geleckt! Egal, wir haben Energie. Okay, safe. Egal. Shit. Okay, wir sind vor dem Endgegner. Mal sehen, auf was der jetzt anfällig ist. Ich bin gerade als Elektro-Typ ausgerüstet. Elektro. Erinnern wir uns an Pokémon. Elektro hat auf Boden eigentlich keine Auswirkung, ne? Nee. Tut ihm auch nicht weh. Wie sieht's aus mit dem Cutman? Nee, da tut ihm auch nicht besonders weh. Also gegen ihn haben wir nicht die perfekte Waffe, so wie es aussieht. Immer wenn er springt, kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ist ja relativ gemein. Dann muss ich doch einfach mal... Okay, sterben. Also, wir haben gesehen, wir haben nicht die perfekte Waffe gegen ihn. Das heißt, wir haben, naja, quasi die falsche Stage ausgewählt. Aber egal. Der sah mir jetzt nicht so schwierig aus. Vielleicht können wir ihn ja mit der normalen Attacke besiegen. Wir hatten ja gegen Cutman auch keine super Waffe. Und haben ihn trotzdem besiegt. Und wir ziehen ihm sogar recht viel ab, muss ich sagen. Weil der macht nämlich gar nichts, außer diese Dinger werfen. Und die treffen mich relativ selten. Schon mal, ich ziehe ihm richtig was ab. Hey, das könnten wir sogar schaffen. Geil, er wirft nur mit diesen Dingern und den kann man super leicht ausweichen. Und das war's. Wir haben es geschafft. Die Gutsman Stage. Jawoll. Ah, I like it. Ja, wunderbar. Klasse. Mensch. Gutsman Stage geschafft. Und jetzt können wir selbst ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt selbst mit diesen Brocken werfen können. Und wenn ich mit Brocken werfen kann, dann kann ich eventuell Feuer erlöschen, weil Feuer ist ja schwach gegen Erde. Das wäre jetzt meine Theorie bezüglich unseres nächsten Parts. Fände ich geil, werden wir herausfinden, nämlich in der nächsten Folge. Bleibt dran, noch drei Gegner, das wird noch richtig spannend.